Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Beruf, im Sport oder im privaten Bereich. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin einer Athleten- und Expertenagentur. Und in meinem Podcast triffst du Menschen mit außergewöhnlichen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Das ist der Toni Ekula und er ist Gründer von Meet You. Und was Meet You genau macht und welche Vision der Toni hatte 1999, als er dieses Unternehmen gegründet hat und was Toni denkt, wie in Zukunft Messen, Veranstaltungen, Events stattfinden werden, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, lieber Toni, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke schön, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und herzlich willkommen. Danke, Andrea, für die Einladung erstmal und ich freue mich auch, heute bei dir zu sein. Toni, 1999 hast du ja diese Firma gegründet. Da gab es ja mit Digitalisierung, ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff da schon durch die Medien geflogen ist, aber was war damals deine Vision, genau dieses Unternehmen zu gründen und was macht ihr? Ja, es ist zwar schon lange her und es nannte sich wahrscheinlich auch nicht Digitalisierung, aber ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben, von meiner ersten Firma an, habe ich mich immer in dem Bereich Conferencing, Videokommunikation, also immer, wo du dich mit jemand austauscht und das eben auf dem digitalen Weg, also Telefonkonferenz, all diese Sachen. Ja, ich werde oft nach der Vision gefragt. Das hat sich über die Jahre ehrlicherweise auch ein bisschen entwickelt. Also meine allererste Vision war, mein Elternhaus verlassen zu können, mein eigenes Geld zu verdienen. Und so habe ich dann das gemacht, was naheliegend war. Ich habe mich immer gerne auch in der Schule mit Computern und so beschäftigt. Und dann habe ich mich da so in dem Thema dann einfach weiterentwickelt. Und ja, ich bin auch so ein bisschen so ein Star Trek-Fan. Mir hat das immer gut gefallen, so diese Vision, dass du dann irgendwo dich irgendwo hinbiebst an einen anderen Ort. Und das zieht sich eigentlich so durch meine ganze Vita und ja, es fängt dann irgendwann an mit Videokonferenzen, großen Videokonferenzsystemen, die waren damals tatsächlich sehr groß, weil du brauchtest ja damals noch Fernseher und die habe ich dann so als kleiner Wurm, damals war ich halt auch noch wirklich jung, dann durch die Gegend geschleppt zu großen Firmen und so fing das alles an, das ist ja heute alles so viel kleiner geworden, auch durch die ganze Rechnerleistung und ja, irgendwann wollte ich dann nicht mehr mich nur mit Hardware beschäftigen, dann ging es mehr rein in Bereich Telefonkonferenzen und von Telefon in Webkonferenzen und von Webkonferenzen kamst du dann irgendwann zu dem Thema Virtual Events, Digital Events und ja gut, die haben natürlich jetzt die letzten 2 Jahre waren natürlich ein unglaublicher Boom für uns durch die Pandemie, weil dann die Leute sich einfach nicht so treffen konnten und ja, es ist jetzt natürlich schwierig, will ich jetzt auch deine Zuhörer nicht langweilen mit dieser langen, abendfüllenden Geschichte, aber tatsächlich mache ich das jetzt seit 30 Jahren, also sogar noch so ein bisschen länger als 1999, ist dann die Meet You ist aber im Prinzip meine heutige Firma. Manchmal sage ich noch Baby, aber es ist ja schon ein bisschen altes Baby dann auch. Erwachsene Tochter, ja. Ist eigentlich aus einer anderen Firma entstanden, ja, aus der Videokommunikation heraus. Damals hieß die Firma MVC, habe ich ein bisschen länger gemacht. Und ich wollte nicht mehr so dieses zyklische Geschäft. Also ich wollte nicht immer so immer dieses Hardware-Geschäft. Also einmal, weil ich nicht mehr das Zeug schleppen wollte. Und die Firma wurde einfach größer. Und ja, ich wollte eine Dienstleistung machen. Und eine Dienstleistung, die rund um die Uhr so zur Verfügung steht. Und heute würde man das SaaS nennen oder Software as a Service oder Recurring Revenue, diese ganzen Schlagwörter, die du so hörst. Also ich wollte irgendetwas, was ja nicht so im Bereich der Investitionsgüter, dann kauft man eine Firma was oder nicht und dann bin ich also stärker so in Richtung Services und Dienstleistungen gekommen. Aber da waren noch viele Zwischenschritte natürlich und man muss auch sagen, viele Fehler und Irrwege und hin und her, so wie das halt so zum Unternehmertum so wie das normale Leben ist, oder? Genau. Der Toni, liebe Zuhörer, der sagt das so, der hat nämlich seinen Traum wirklich wahrgemacht. Wenn man heute auf die Plattform geht und ein Event mit dem Toni macht, es gibt Avatare und alles solche Sachen, unendliche Möglichkeiten. Ich staune auch immer, was man heute alles machen kann. Und Toni,
Wo siehst denn du die Zukunft? Wie siehst denn du das, wie in Zukunft Messen, Konferenzen, Events stattfinden werden? Weil mich trifft das ja genauso wie viele Zuhörer auch da draußen, ob das Unternehmer sind, ob das Messeveranstalter sind. Was denkst du, wo die Tendenz hingeht, was wir machen? Ja, also das waren jetzt ja super interessante 2 Jahre für uns jetzt. Also nicht, dass ich die Pandemie jetzt toll fand. Also wir würden uns schon so bezeichnen, der natürlich davon profitiert hat. Es war natürlich ein Glück als Unternehmer, dass wir damals, als es dann alles losging, 2020 die richtige Lösung hatten, wo sich die Leute nicht treffen konnten. Das hat uns einen enormen Schub gegeben, aber es ist ja so, Andrea, wir machen das ja schon viel, viel länger. Und es war immer so ein Nischending und die Leute haben sich eigentlich immer auch die Messen, ja, also das ist wie vor 2000 Jahren. Du packst da deinen Tisch aus und stellst dein Prospekt oder deine Steintafel drauf und hast dich mit anderen Leuten. Aber die Leute, ja, ich habe das immer von Kolja Dams, von Bock Dams gehört, das ist irgendwie dieses Campfire-Gene, also dieses, also dass wir dieses Lagerfeuer-Gen da in uns haben, dass man sich so dieser persönliche Austausch. Und das ist einfach so. Also die Leute wollen das so und ich glaube, das wird in der Zukunft, um deine Frage jetzt ein bisschen konkreter zu beantworten, ich glaube, das wird nicht wegfallen, aber es wird sich stark verändern. Es waren natürlich 2 Ausnahmejahre und das war alternativlos. Die Leute mussten ja irgendwie, weil es einfach auch von den Behördenauflagen ja nicht ging und nicht erlaubt war, sich, mussten sich ja dann, waren gezwungen, das mal digital zu machen. Viele waren dann auch enttäuscht, wenn sie uns nicht als Provider hatten, nein, also es, oder irgendein Startup, das ist unterschätzt. Also man muss schon verstehen, also das ist auch so ein digitales Event. Die Leute denken immer, dass das A kostet es nichts und B ist es auch kein Aufwand. Es ist genauso viel Aufwand und wenn du es gut machst, ist es auch genauso teuer. Es funktioniert eben anders. Du hast eine andere Reichweite, es hat einen anderen, es ist natürlich auch nachhaltiger. Aber man muss jetzt auch sehen und darunter leiden wir gerade. Das ist auch kein Geheimnis. Du siehst ja auch, was ich poste. Also momentan geht es halt schon schwer, weil die Leute haben einen unglaublich großen Nachholbedarf. Das siehst du auch an dir selber und deinen Veranstaltungen. Die Leute wollen sich jetzt einfach nach 2 Jahren Treffen. Zwangspause ja, live treffen. Ich glaube, wir hoffen das natürlich auch, dass es gegen Herbst, Winter und auch einfach in der Zukunft, das wird sich wieder ein bisschen ausrechnen. Das eine war jetzt eine Übertreibung die eine Seite, jetzt geht es wieder ein bisschen die andere Seite. Aber wenn man jetzt einfach mal so sieht, ne, die großen Faktoren Nachhaltigkeit, also die Umwelt, also du kannst einfach, glaube ich, heute auch nicht mehr wie früher da um die halbe Welt fliegen, um dann in irgendeiner Konferenz mal teilzunehmen. Du wirst dich sicherlich, also für mich wird die Zukunft so aussehen, du wirst vielleicht für deine Branche dann so auf die 2, 3 Top-Events gehen, wo du einfach sagst, da will ich die Leute auch mal wirklich physisch treffen und da geht es mir auch darum, dass wir abends mal den Drink zusammennehmen und uns mal wiedersehen, so als Community. Und die anderen Sachen dazwischen, die werden wir irgendwie digital machen oder die werden regionaler, die Veranstaltung. Ich nehme vielleicht mal an einer Hybridveranstaltung teil, ich gucke mir den Content an. Also da wird es viele Mischformen geben. Also ich denke also auf keinen Fall, dass physisch wegfallen wird, dass wir Menschen brauchen das. Aber wie gesagt, es gibt natürlich viele Gründe, warum man das jetzt auch irgendwie anders machen muss. Und man muss eben auch sagen, das ist eine Zahl, die mich selber erstaunt hat, dass die großen digitalen Konferenzen, also jetzt mal alles, Entschuldigung, die großen Konferenzen, also alle Events zusammengezählt, sind für 10% aller weltweiten Emissionen zuständig. Ja? Also 90% der großen Konferenzen sind einfach Reise, hängen mit den Reisen zusammen. Du fliegst halt irgendwo hin, um die dann zu besuchen. Und wenn du die Zahl nochmal ins Verhältnis setzt, das ist so viel wie ganz USA ausstößt. Also diese großen, also sind Millionen Leute bewegt diese Industrie. Auf der einen Seite natürlich wichtig, weil das viele Menschen davon auch arbeitsmäßig abhängig sind. Aber das wird sich weiter digitalisieren müssen. Also da sind wir eigentlich ziemlich sicher. Also wir hatten 2 ganz tolle Jahre. Dieses Jahr ist ein schlechtes Jahr. Aber das gönnen wir den Kollegen aus dem Eventbereich, weil das, und ich denke, im nächsten Jahr wird das wieder so ein bisschen zusammenkommen. Ja, und da werden wir dann alle möglichen Mischformen rein physisch, rein digital. Aber wie gesagt, ich glaube, die Leute und auch wenn man jetzt so ein bisschen das sieht, ich glaube schon, dass auch der wirtschaftliche Druck dahinter ist. Es ist, wenn du guckst, wie teuer das heute auch geworden ist, das Reisen, das Benzin, das Ganze. Also wirst du jetzt einfach nicht mehr so da jede Veranstaltung besuchen können, sondern wirst du wahrscheinlich schon genauer überlegen. Aber wird vielleicht auch einen Einfluss auf die Qualität haben. Du wirst dir besser überlegen, wo gehe ich jetzt hin, wo nehme ich das jetzt vielleicht einfach so mal mit, und höre mir das zu Hause an. Also es wird spannend auf jeden Fall bleiben.
Aber ich sehe das genauso wie du. Die Qualität ist enorm gestiegen von hybriden Veranstaltungen. Die Möglichkeit und die Chance, die du auch selber hast, gerade auch für deine Work-Life-Balance, fliege ich da jetzt hin, bin tagelang unterwegs, um einen Kongress oder eine Veranstaltung von 2 Stunden zu machen, Ja. inklusive auch im Kopf zu haben, Nachhaltigkeit, Umwelt, wo Ja. jeder auch mal genau überlegt, was macht Sinn, was macht Zweck. Und trotzdem kann aufgrund der guten Technik ja jeder daran teilnehmen und hat das Gefühl, er ist ja live mit dabei, er kann ja live Fragen stellen und alles. Und das denke Genau. ich auch, das ist eine Chance für uns alle und auch in meinem Bereich für uns Speaker und Referenten. Am Anfang boah, haben wir auch alle gedacht, aber inzwischen haben so viele auch zu Hause gute Technik, gute Kameras, Ja, die das da auch, oder wir gehen in Studios rein oder kommen zu solchen Veranstaltern wie euch, wo man tolle Sachen machen kann mit Hintergründen und allem. Also ich sehe das genauso wie du, mir ist da gar nicht bange, sondern ich bin da dankbar auch an Zeit, Qualität, Nachhaltigkeit, Umwelt, was wir dazu gewinnen. Und an der anderen Seite auch ist es eine Chance für uns alle, auch ganz bewusst an Veranstaltungen teilzunehmen. Und du kannst auch viel mehr machen, weil du weniger Zeit irgendwo verlieren tust. Ja, du könntest ja direkt bei uns im Vertrieb anfangen. Wir predigen das ja Habe ich schon schon lange nachgedacht. seit vielen Jahren. Aber man darf einfach nicht den Wunsch unterschätzen und der Menschen, sich einfach zu treffen. Das sieht man ja an sich selber. Ich war jetzt auch wieder auf ein, zwei Veranstaltungen und auch allein die eigenen Kollegen mal wieder zu treffen, das Ganze, das hat einfach gefehlt. Das brauchst du auch. Und deshalb glaube ich, im Moment gucken die Leute jetzt nicht so richtig. Ist es jetzt wirklich nachhaltig? Was ist jetzt so der ROI? Bringt mir das jetzt richtig? Und so der Wunsch ist jetzt einfach sehr stark, sich einfach so zu treffen und alles wird da jetzt, jetzt fühlt sich erstmal gut an. Aber ich glaube, ja, die Technik ist da, die Technik hat einen Riesensprung gemacht. Ich sehe es auch an unserer Plattform, aber auch wenn du guckst, was es an Wettbewerbern gibt und es ist so viel Geld auch reingeflossen, du hast heute so tolle Möglichkeiten und alle haben so auch so einen Sprung gemacht. Ja, jeder hat ja jetzt so einen Greenscreen von Amazon dahin. Ich habe jetzt halt nicht aufgebaut, aber du Ich habe ein kannst tolle grünes Kleid Sachen. an. Ja, du hast genau. Und farblich wäre das interessant. Ja, und es macht Spaß, aber du kriegst trotzdem nicht diese Energie. Das weißt du ja am besten. Für dich ist es ja fast egal. Ich glaube, digital oder physisch, es kommt auf die Qualität des Contents auch an. Ja, also und was du für Speaker hast, was du für Leute hast, wie das Ganze kuratiert ist und dass es eben auch gut zusammenpasst. Das gilt in beiden gleichermaßen. Aber ja, die Leute werden also mehr jetzt darauf achten, aus Kostengründen, aus nachhaltig, also da ist, glaube ich, ein anderes Bewusstsein. Und das Gute war natürlich, im Sinne von jetzt für uns jetzt so gesehen, es ging jetzt eben mal 2 Jahre und die Leute haben gesehen, die Alternative funktioniert auch. Aber jetzt haben alle erstmal Bock auf schönen Drinks abends und sich treffen und Party und Bierchen und ja, Aber Toni, ist aber gegönnt, ja. das stimmt. Toni, du hast eine wunderbare Aktion gepostet. Alle LinkedIn-Nutzer wissen das natürlich, aber für unsere Zuhörer, die das noch nicht gelesen haben oder gesehen haben, ihr habt eine Aktion ins Leben gerufen, dass ich als Unternehmer ein Event bei euch gewinnen kann im Wert, wenn ich richtig in Erinnerung das habe, von 30.000 Euro. Erzähl mal kurz, was unsere Zuschauer machen müssen oder Zuhörer und Zuschauer. Keine Panik bekommen. Natürlich tun wir das unten in die Shownotes mit verlinken, dass ihr wisst, wo ihr euch hinmelden müsst. Aber Toni, erzähl erst du, was ihr für eine Aktion ins Leben gerufen habt. Genau, den Link machst du ja dann drauf. Also es Ja. geht tatsächlich um ein Climate-Event. Also wir wollen Firmen unterstützen, die irgendwie im weitesten Sinne im Bereich Nachhaltigkeit, im Umweltbereich, also ob es jetzt wir nennen das ein Pro-Bono-Event, wir wollen was zurückgeben. Also wir würden dieses ganze Event organisieren, die technische Infrastruktur von uns dann zur Verfügung stellen, aber auch Projektmanagement, würden individuelle Grafiken machen. Also würden so ein komplettes Jahr, und das kostet um die 30.000, wenn man das jetzt normal beauftragt. Wie gesagt, also einzige Bedingung ist aber natürlich, also schon, dass wir sponsern da jetzt nicht irgendeine Firma, die sagt, ach, das ist ja prima, da Mache ich. mache ich jetzt als mein Town Hall das nächste oder Firmen-Event zu, sondern das sollte also schon irgendwas mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben und oder Climate Change. Also das ist eben das, was uns auch antreibt, was auch unsere Vision ist es ja, Events zu dekarbonisieren, eben durch diesen Mix. Also es wäre jetzt natürlich ideal, wenn es alles digital wäre, aber wir wissen alle, das ist ein Wunschtraum. Das wäre, wenn du jetzt sagst, ja, dann
schaffen jetzt die Airlines auch am besten ab und am besten auch nicht mehr fliegen. Aber es geht bei Dekarbonisierung aus meiner Sicht immer auch darum, dass man den Weg geht, dass man den jetzt auch schnell geht und dass man sagt, okay, ich habe eine Alternative und es geht um den Mix. Also ich kann auch wählen und indem wir einfach sagen, okay, ich verreise jetzt nicht mehr zu 10 Veranstaltungen, sondern nur noch zu 2, habe ich eben bei 8 eingespart. Und das ist der Weg, also was wir ja immer auch predigen zu Net Zero. Also das passiert ja in vielen Branchen, dass du das eben reduzierst und das und wir versuchen das halt eben in der Eventbranche. Ja, und das wollen wir eben da einer Firma eine Möglichkeit geben zu sagen, wir haben ganz tolle Bewerbung, wird doch sicherlich was Cooles kommen. Aber wir haben noch Chancen, die Zuhörer, naja, klar, die wir haben jetzt so 20 bewerben. Bewerbungen, aber wirklich tolle aus Afrika, Green Tech und so und auch aus ganz anderen Ländern und wo man sagt, wo ich auch sage, super spannende, interessante Themen und von Firmen, die sagen, hier, dafür bräuchten wir ein bisschen, was halt für digital spricht, ist halt die Reichweite, ja. Du musst halt, du kannst halt die Leute überall erreichen, kannst hier überall einloggen und bist dann halt dabei. Also ja, freue ich mich, wenn du das auch promotest bei dir. Genau, liebe Zuhörer, einfach unten schauen, den Link angucken, Konzept einreichen und wir als Agentur geben euch eine Moderatorin, Moderator oder einen Speaker kostenlos dazu, sodass ihr für euren Event natürlich einmal die Plattform habt, einmal schon einen tollen Keynote-Speaker oder eine Moderatorin habt. Meldet euch und schreibt das direkt mit auf, wenn ihr euch beim Toni bewirbt. Ist sehr cool. Kann ich das auch so in Kauf nehmen? Natürlich, du schon. Weil, liebe Zuhörer, den Toni habe ich kennengelernt. Nein, aber den Toni habe ich kennengelernt. Eigentlich über ein digitales Radsport-Event, was du mal gemacht hast. Und dann hast du mir erzählt vom Jonas Deichmann. Dann habe ich mich mit dem Jonas Deichmann verknüpft. Und inzwischen arbeite ich viel und sehr erfolgreich mit dem Jonas Deichmann zusammen. Ja, das habe ich gesehen. Und ich glaube, ich habe euch Ja, du gemacht, hast oder? Das also, gemacht. Deswegen, Toni, du hast cool. bei mir was gut. Wann immer ja, du gut, willst. Okay. Ja, wann immer ja du unser, was brauchst. Der Jonas ist ja auch unser Ambassador. Den müssen wir vielleicht auch dazu schalten. Werden wir mal schauen, wie das dann so passt. Und ja, cool. Also ganz kurz, liebe Zuhörer, der Toni ist nämlich auch ein leidenschaftlicher Radfahrer und Triathlet, wenn ich richtig informiert bin. Und der Jonas Deichmann googelt das mal. Ich tue das unten in die Shownotes mit rein, hat diesen Triathlon Around the World gemacht. Der war ein Jahr lang unterwegs, hat 120 Marathons am Stück gemacht. Und der Toni hat ihn ein Teil auf diesem Weg begleitet. Toni, wo bist du mit dem Jonas Deichmann zusammen gefahren? Das war wirklich ein sehr, sehr kleiner Teil. Ich habe ja den Jonas kennengelernt, als er noch gar nicht so bekannt war, weil er einfach so erfrischend verrückt war und ich mochte das und auch seine Ideen. Er hat ja davor auch schon unglaubliche Sachen gemacht. Er ist ja Cape to Cape, ist ja Wahnsinnsdistanzen immer gefahren und dann hat er dieses Riesending da, diese Idee gehabt, einmal so aus eigener Kraft, also nachhaltig ist, was Nachhaltiges geht ja gar nicht mehr, als aus eigener Kraft. Natürlich hatte der dann gab es ja dann auch noch irgendwelche Probleme in Russland und so weiter, wie das halt so ist bei so einem großen Abenteuer. Er nennt sich ja selber auch interessanterweise ist ja quasi ein Abenteurer. Der Beruf des Abenteurers, den gibt es ja gar nicht mehr heute so. Aber er ist wirklich einer und ein toller Typ. Ja, und er ist dann, du weißt ja, ich lebe ja in Südfrankreich die meiste Zeit mittlerweile, Gott sei Dank, also ein bisschen näher am Meer, weil das ist ja auch so, was ich wirklich liebe. Und ja, er ist ja dann, ich weiß gar nicht, irgendwo in Portugal dann über den Atlantik gekommen und dann darüber geradelt nach Spanien. Und wir sind dann eine Teilstrecke von Spanien hier rüber über die Grenze an den Pyrenäen-Ausläufe und dann hier zu mir nach Frankreich, hier ans Meer zusammen. Da gibt es wunderschöne Fotos. Es gibt natürlich auch einen Kinofilm vom Jonas und ich glaube, Toni, da bist du auch mit drin. Also bin ich? Oh, wow. Ja, guck mal, gucken dir mal an. Es ist auch ein neuer Bildband jetzt rausgekommen. Also, liebe Zuhörer und Zuschauer, einfach mal ins Kino gehen, den Bildband anschauen, das Buch anschauen. Toni, bei dir im Unternehmen wird ja auch Sport ganz groß geschrieben, gell? Ich habe gelesen, ihr macht Berlin-Marathon. Es gibt eine Radtruppe, die zusammenradelt. Das ist ja auch eine Sache, die du auch im Unternehmen selber lebst, vorlebst und auch förderst. Ja, ich kann dir jetzt, weil wir sind ja eine Remote-Firma geworden, obwohl wir ein Riesenbüro noch in Berlin haben. Aber wir haben durch das starke Wachstum, wir haben dann eigentlich dann irgendwann gesagt, das macht Sinn, auch Leute überall einzustellen, sind ja auch international tätig, haben ja auch in den USA Kollegen und
ja, haben dann irgendwann das so auf. Also da, früher konnte ich die noch so ein bisschen mehr quälen mit meinem Sportspleen, als ich die noch so gesehen habe. Jetzt machen wir halt so eine virtuelle Radgruppe und diese ganzen Sachen. Und ja, wir haben auch so eine Bike-Aktion. Die Mitarbeiter können sich auch ein Firmenfahrrad bestellen und diese ganzen Geschichten. Und ich versuche das, was mir gefällt und mir gut tut, ja, den Leuten also auch irgendwie näher zu bringen. Also manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen viel, aber ja. Nö, nö, du, ich finde das doch gut. Ist doch, wenn das ein Chef vorlebt, dass man gesund, bewusst und auch Sport treibt, dass das mit dazugehört zum Wohlfühlen. Wenn das der Chef vormacht, besser kann es doch nicht sein. Übrigens, als Tipp für deine Läufer: gestern hatte ich die Uta Pippich im Interview, im Podcast, und die hat noch Plätze frei für den Berlin-Marathon mit einem 3 Monaten Trainingsprogramm. Da kann man sich bewerben. Also, Naja, wenn, du weißt ja, ich bin ja ja. hier mit meiner Partnerin gerade, die hat mich jetzt so ein bisschen überredet, weil es war ihr erster den Barcelona-Marathon Habe ich gesehen. mitgelaufen. Und ja, also ich merke, so eine Marathondistanz ist doch, ich bin so lieber so Halbmarathon oder so eine Halbdistanz beim Ironman und sowas ist eigentlich doch, das mir so, ist mir irgendwie so ein bisschen lang irgendwie alles Dann geworden. Aber schickt's mein Mitarbeiter. Schickt's mein Mitarbeiter. ja, mach ich. Gibt da also Jüngere, die da vielleicht Interesse haben, weil das ist ja, ich bin ja 7 Mal gelaufen. Ich liebe das ja auch meine Stadt und ich liebe ja den Marathon und so, aber ich will nicht den ganzen Sommer trainieren, um ehrlich zu sein, Du, ich habe muss das ich. auch einmal gemacht, also weil ich das mal gerne machen wollte, und dann ist auch gut, aber wie du sagst, es ist dann auch schon mit viel Aufwand verbunden, wenn man es halbwegs Ja, gut machen will. wenn du es halbwegs Aber gut machen willst, genau, aber ja. das ist auf jeden Fall, das ist ein ganz toller Lauf. Also Berlin und Einer der sowas. schönsten Stadtläufe. Toni, ich könnte ja noch stundenlang mit dir quatschen, aber bevor ich dich gehen lasse, musst du uns unbedingt erzählen, was ist die Kula Arena? Die coole Arena, okay, dass du wenigstens einer liest meine Post. Nee, ich bin nicht die Das war. Ich Einzige. habe fast ein bisschen inspiriert. Der Dietmar Hopp hat ja seine physische Arena in Mannheim. Ja. Und da haben sie, ehrlicherweise haben mich meine Mitarbeiter und die Grafikagentur damit überrascht. Und wir haben so einen Learning Campus gemacht, ein Online, wo wir also ständig live, also wir haben heute auch da einen Live-Gast, ich weiß es gar nicht, das kam von den US-Kolleginnen und die machen das ja immer alles so besonders plakativ und haben die eine ganz tolle digitale Welt in Anführungszeichen. Da gibt es eine coole Arena und da gibt es einen Geister, das ist ein anderer Kollege von uns, Lab und so diese ganzen Sachen. Du kannst ja im digitalen Raum ja alles deiner Fantasie überlassen und so heißt halt jetzt die Arena, wo man sich dann treffen kann. Das Hauptauditorium haben sie ehrenhalber nach mir benannt, ja. Und deshalb gibt es also die coole Arena, ja. Aber es ist natürlich, wie gesagt, im digitalen Bereich kannst du alles Alles erschaffen, bauen. alles machen und bauen, in Anführungszeichen, was du dir so vorstellen kannst. Aber Toni, was heißt denn das für unsere Zuhörer? Das heißt, sie können in diese Arena gehen und können lernen, wie digitale Events erstellt werden, Das oder? gibt einfach da viel zum Thema Events. Also wir haben da ständig Event-Spezialisten. Also das läuft jetzt einige. Wir haben alle 14 Tage, haben wir auch einen Strategen, der also erzählt, wie Events der Zukunft aussehen. Da ist viel, viel Content. Man kann sich da einfach registrieren. Man kann sich anschauen. Man sieht doch, wie läuft es an den Ständen. Also man ist quasi in dieser Welt drin und kann sich da umschauen und vielleicht nimmt der eine oder andere auch eine Inspiration für sich mit und sagt, ach, so könnte ich ja mir auch mal vorstellen, für meine Firma vielleicht so ein Learning Campus zu machen oder auch ein digitales Event oder solche Sachen. So, im Prinzip ist das eine Demo-Umgebung, die als Inspiration, und die bespielen wir immer mit Live-Inhalten, aber alles, was schon in der Vergangenheit war, kann man sich natürlich dann auch anschauen als Mediathek. Also, liebe Zuhörer und Zuschauer, wir tun das unten mit in die Shownotes, sodass ihr direkt wisst, dass ihr da mal reinschauen könnt, mal gucken könnt, raussucht, was ihr für euch braucht, vielleicht auch Ideen, Inspiration bekommt für euer nächstes Event. Ansonsten einfach einen Toni schreiben über LinkedIn, und auch Super das tun wir gerne. alles mit rein. Genau, kannst ja mal LinkedIn einfach mal Genau, reinmachen und. ich stell das mit rein. Toni, ich hoffe, dass wir uns irgendwann treffen, aller spätestens vielleicht mal bei einer Veranstaltung von Jonas, wo wir zusammen beide zu Gast sind und dem Jonas folgen. Mein Angebot steht: wenn eine Firma das gewinnt bei dir, eine Moderation oder ein Keynote-Speaker, stellen wir gerne kostenlos mit zur Verfügung. Und ich freue mich auf das Super, das nächste ist ein Mal. ganz tolles Angebot. Ja. Da werden wir dich natürlich auch promoten.
Lass uns mal schauen, wen wir da aussuchen und dann können wir das ja mit jemand, der einfach auch so ein bisschen thematisch, ja, vielleicht auch zum Thema Nachhaltigkeit, ja, passt. Also ich denke, es geht schon so in Richtung, also das treibt mich auch stark an, weil ich glaube, da ist so viel Potenzial im Kontinent, so Afrika und was da alles entsteht. Wir müssen ja was mit der Sonnenenergie machen und diesen ganzen Sachen. Und vielleicht gibt es ja jemanden, den wir da ganz gut dazu kriegen. Also super tolles Angebot. Den man dann live da rein beamen und als Avatar dann ja, klar, da vor also Ort da, in Afrika da, ist. Da, ja, also da gibt's ganz, wir haben natürlich ganz tolle Möglichkeiten. Also das wird man, das machen wir auf jeden Fall. Nee, da komme ich sehr gern drauf zurück. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke, liebe Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch das gefallen hat, lasst uns ein Like da, lasst uns einen Kommentar da. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr wollt, macht ein Abo und ihr verpasst keine Folge von dem Podcast Leidenschaft für Menschen. Danke, lieber Toni. Tschüss. Tschüss, Andrea. Ciao, ciao.